Tja, der lädt keinen einzigen von den 5 Spielständen. Ist echt beknackt. Also muss ich das jetzt nochmal von vorne machen. Die Festung, also haben die Grünen heute. Und das hier scheint jetzt aber konstant zu funktionieren. Ich habe das jetzt schon 2-3 Mal geladen. Und das war das, was wir vorher nicht gesehen haben hier. Das sieht doch fast aus wie ein Totenschädel. Ja, wir laufen also hier rum, bla bla bla, hier, um dann die Tür zu öffnen, dann gehen wir da hin, hier, um die da oben eine Tür zu öffnen, tap tap tap. Und das führt dann irgendwie alles in diesen zentralen Raum, okay. Das müsste jetzt, ja, jawohl, alles klar. Okay, hallo, nochmal, machen wir das nochmal. Den Link findet ihr wie immer. Zu den Fails findet ihr in der Videobeschreibung. Also, merke, Truppen zusammenhalten. Die Safe-Stände funktionieren nämlich sonst nicht. Ja, ganz klar. Das heißt, wir müssen erst hier den ganzen Weg durch. Ich weiß nicht, ob wir wirklich auf diese Platte wirklich drauf treten müssen. Das werden wir dann rausfinden. Das Meucheln hebe ich mir für die Nahkampf 13 Typen auf. Ich glaube, das macht generell mehr Sinn bei diesen Missionen, wenn die Männer in drei, die drei Männer in schwarzer Robe hier zusammenbleiben. Irgendwie sind alle Spielstände, die ich jetzt in-game auf dieser Karte speichere, korrupt. Das sind ja alles neue Spielstände, die ich hier angelegt habe. Und trotzdem funktioniert keiner von denen. Tausende von Spielständen. Wird echt unübersichtlich mittlerweile. Aber vielleicht ist es auch besser, so für jeden Frucht irgendwie einen eigenen Spielstand zu haben. Kann so viel schief gehen hier. Ich glaube, es reicht auf jede Platte einfach nur einmal draufgetreten zu sein. Man muss da nicht die ganze Zeit draufstehen. Einmal auslösen, dann ist gut. Hier eine. Ja. Irgendwo muss hier einer gewesen sein. Das ist der erste Gegner. Ist noch zu früh zum Meucheln, definitiv. Ja? Nein, nicht so. Die brav, die da warten. Ja. Meiner leider auch. Im Angriff. Schon wieder einer im Halbdunkel, der uns nicht sieht. Das muss doch ein riesen Kampfeslärm sein. 99, ja, das ist schon besser. Jetzt haben wir nicht so viel Leben verloren. Könnte aber auch besser sein, trotz allem. 91, das geht schon ziemlich runter. Jetzt tot. Ja, wenn das eh nicht funktioniert, dann muss ich auch nicht so viel speichern. So, der Weg ging jetzt einmal komplett nach Norden und dann ist da irgendwo so eine Bodenplatte. Da sind jetzt 2, aber der ist nur, das sind nur Nahkampf 9 Typen. Die können wir vielleicht auch sogar nacheinander abarbeiten, wenn wir Glück haben. Ja, haben wir den einen schon gezogen. Der will doch nicht so recht mitmachen. Moment, die haben ja. Der eine war doch schon tiefer, oder nicht? Ja, bei 91. Also, okay, alles klar. Sind auch wirklich alle am Kämpfen hier. Ist noch keiner unter 90. Haben wir einen halbwegs
den Weg, halbwegs den Weg kennt und weiß, was man machen muss, geht's sogar halbwegs schnell. Ja. Okay, also die Tür kriegen wir jetzt noch nicht auf, da müssen wir aber rein. Das heißt, hier müsste irgendwo noch eine Platte sein. Oder war das echt hier unten in dem einen Raum da oder was? Ich nochmal komplett zurück. Na ah, je. Yeah. Ach, das ist natürlich ätzend. Aber da muss ich auch mit allen dreien hin, weil da ja auch eine Wache drin war. Jeweils in jedem der beiden Räume, glaube ich. Könnt natürlich einen hier lassen, damit es schneller geht. Nein. Wir brauchen die Lebensenergie. Sorry. Ja. Na, ja, ich habe gerade überlegt, das Video zu unterbrechen. Aber ich glaube, es geht noch super weit. Ich weiß es nicht. Ja, also ich muss sagen, Demon World 1 hat mir schon besser gefallen, deutlich. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich nicht unbedingt der Real-Time-Strategy-Freund bin. Ich kann die schon spielen, bringt mich nicht um, aber lieber spiele ich definitiv rundenbasiert. Weißt du, ich habe einfach nicht so. Ich mag es einfach gern relaxed und gemütlich, glaube ich. Das ist so der Punkt. Ich bin selbst bei rundenbasierten, so bei. Blood Bowl zum Beispiel. Spiele ich immer gern lange Runden. Also mit viel Zeit. Also ich mag auch keinen Blitzschach zum Beispiel und solche Sachen. Es ist einfach. Ich lass mir gern Zeit, Baller. Und ich weiß, hier gibt's eine Pause-Taste, und das ist auch so ein bisschen das Thema bei Rollenspielen, Baldur's Gate und jetzt neuere Sachen wie Larian-Rollenspiele, ATS oder nicht, also, ach Quatsch, Realtime oder Pause-Taste oder rundenbasiert. Aber es ist für mich nicht ganz dasselbe. Man kann zwar die Hektik hier unterbrechen, aber es ist dann auch so als Grundstimmung Hektik. Also es ist jetzt wirklich Geschmackssache. Und ich weiß, das ist so, glaube ich, 50-50 in der. Oh, die haben schon gelitten. In der Rollenspiel-Community, wenn es sowas dann gibt. Die einen bevorzugen hier so Pause-Taste-Sachen, die anderen bevorzugen eher rundenbasierte Sachen. Also, selbst wenn nicht, ich gehöre halt zur rundenbasierten. Ich meine, ich habe in der letzten GameStar irgendwas davon gelesen. Oder in der davor. Ich gehöre halt absolut zu der Slow-Mo, langsam angehen Fraktion. Das ist das, was mich halt auch so ein bisschen von den neuen Dota und LOL, League of Legends, wie was auch immer Dota ausgesprochen heißt, was mich da ein bisschen fernhält. Wobei ich habe schon zwei. Ich habe auch Dota zumindest gespielt. Das war die Free-Version, ne? Die freie Version. War auch lustig. Aber halt auch nicht mehr. Ich meine, ich könnte es auch wieder spielen. Die Leute sind ja schwer begeistert. Nach Fortnite ist das noch. Sind League of Legends und Dota diese Art von mit diesen Bahnen, wo man so drei Bahnen hat und sowas. Wie heißen noch diese Arena-Spiele da quasi? Sind mit am erfolgreichsten im Moment, zumindest was so Turniersachen und sowas angeht. Da kann man so teilweise ja richtig Geld machen. Aber mir fehlt leider einfach so der Enthusiasmus für sowas, wo ich das ja schon reizvoll finde.
Ja, was ich jetzt so überlegt habe, nochmal ein RTS zu spielen, wäre tatsächlich die alten StarCraft-Sachen oder World of Warcraft-Sachen auch, weil ich mag eigentlich das Warhammer im Universum. Ich spiele halt ja, wie gesagt, auch Blood Bowl. Ich finde das alles ganz nett und lustig. Aber damals ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das blöde Ding geht immer noch nicht auf. Muss da jetzt echt einer... Naja, okay, aber jetzt habe ich zumindest... die Wachen getötet. Jetzt weiß ich, dass alles geklärt ist hier. Oh Gott. Und ganz oben muss das echt jetzt gleichzeitig sein. Ach, nee. Nee. Dafür muss dann keiner hier stehen, um den... Oder doch? Wegen der Lampe? Damit da Licht ist, sozusagen. Wegen der eingebauten Lampe, die unsere Leute haben. Es flimmert und flackert wie wild. Ja, also das wird mich schon reizen. Das hat mich auch so an Dota gereizt, der Anblick von, keine Ahnung, wie viel verschiedenen Helden, 50 oder so, das finde ich einfach mega geil. Das finde ich total genial, wenn man so eine riesen Auswahl hat und jeder ist ein bisschen anders und hat seine eigenen Spezialitäten. Das finde ich auch immer an Kampfspielen interessant, also so Fighting Games, so Soul Calibur und so. Das sind so Sachen, die sind recht kurzweilig, so halt spaßig. Kann ich jetzt auch nicht immer spielen, aber... Ja, während so rundenbasierte Sachen, das kann ich dann echt ewig spielen. Auch wieder, oh Gott, ich vergesse jetzt ständig den Namen im Moment. Ich werde echt alt. Blood Bowl. Auch da finde ich das klasse. Ich habe immer die maximale Anzahl an Teams gesprengt, weil ich immer so viel, nicht nur verschiedene Rassen, Zwerge, Elfen, Teams und so weiter, sondern auch weil ich verschiedene Konzepte da immer ausprobiert habe, so verschiedene Skills und spreng ich immer den Rahmen, aber generell auch bei Rollenspielen hier bei Elder Scrolls Online habe ich zig Charaktere. Es ist nie genug bei allen Rollenspielen, die ich spiele. Es sind immer zu wenig Slots für mich. Ich will immer eine Million Charaktere machen. Das ist für mich mit der größte Fun. Die Charaktererschaffung. Ich meine, ich... Okay, vielleicht ist jetzt die Tür offen. Vielleicht ist das jetzt der Witz. Ja. Verstehe. Gott, das heißt, ich muss erst... Moment, die Tür war doch offen, oder? War ich nicht schon offen, Mann? Das heißt aber auch hier können... werden jetzt Feinde sein? Das gefällt mir aber gar nicht. 79. Nee, ich war hier schon drin, meine ich. Sonst muss ich Verstärkung holen. Gehen wir nochmal hier drauf. Oh nee, shit, war ich nicht. Tja, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich hätte anscheinend da schon vorher von Anfang an, als ich noch hier unten war, drauf gehen sollen. Gehen wir mal wieder hoch. Unterstützen den hier im Kampf. Ja. Aber das ist, ist für mich mit der größte Fun. Und auch deswegen ärgert mich das, wenn die Leute zu dieser Loot-Kisten-Debatte, wenn die dann sagen, nur Just Cosmetics, also nur kosmetische Details, Verschönerungen und so, aber nee, gerade das gefällt mir. Ich finde das, da kann man ruhig zahlen, so nach dem Motto, nee, finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde, das ist auch, macht auch einen wesentlichen Teil der Spielfreude aus. Ich kann das nicht verstehen, dass diese AAA großen Publisher
von EA, Ubisoft und wie sie alle heißen, Epic, dass sie, wobei Epic weiß ich gar nicht jetzt, dass sie alle so auf Microtransactions setzen, also und Spiele auch so designen, dass man dafür Geld ausgibt, damit es einen flüssigen Spielverlauf gibt, ne? Die schneiden sich auch wirklich buchstäblich ins eigene Fleisch damit. Die machen das Spiel schlechter, machen die Spielerfahrung, designen die Spielerfahrung so, dass sie nur gut ist, wenn man dafür Geld ausgibt. Das heißt aber auf der anderen Seite, ich meine, schön, wenn sie dann Geld bekommen, aber auf der anderen Seite heißt das, dass die Leute, die das normal spielen und dafür schon Vollpreis zahlen, dann auch noch ein, vielleicht nicht unbedingt ein schlechtes, aber ein schlechteres Spiel spielen, als sie eigentlich hätten haben können. Und ich und einige andere meiner Generation, auch teilweise noch jüngere, wissen noch, dass das auch mal ganz anders gelaufen ist, dass das kein Zwang und kein Muss ist, dass ein Spiel künstlich in die Länge gezogen werden muss, nur oder verkompliziert werden muss, und nur damit man sagen kann, ja, hier, kauf dir diesen Booster, dann ist das alles viel spaßiger letzten Endes, das Spiel, ne? Das ist ja auch irgendwie eine Verarschung. Wie gesagt, für ein Free-to-Play-Spiel ist das nochmal was anderes, aber wenn man eh schon einen kräftigen Preis bezahlt hat, dann nochmal solche Geschichten erdulden zu müssen, ist schon echtes Unding. Und da meide ich jetzt auch wirklich einige Firmen, wie der Teufel das Weihwasser. Und zwar Firmen, wo es mir persönlich auch wehtut. Ich habe hier zum Beispiel Mass Effect Let's Play auf Englisch. Das ist immer noch einer meiner Lieblingsspiele, aber soweit es geht, ich meine, eigentlich geht's natürlich, aber ich bin da jetzt auch nicht 100% konsequent, aber soweit es geht, versuche ich EA schon zu meiden. Die haben einfach so viel verbockt schon. Da ist einfach auch nicht mehr so viel Vertrauen übrig. Und jetzt das neue Star Wars Spiel, habe ich am Anfang auch gedacht. Ich habe ja auch das MMO hier nochmal durchgespielt als Sith Inquisitor. So, jetzt können wir aber normal nochmal runtergehen. Den lassen wir nochmal kurz hier, nicht, dass die Tür sonst nicht aufgeht. Das war ja auch von EA und das ist auch okay. Aber das Schlimme ist, es zeigt auch immer nur noch abwärts. Es geht nur in eine Richtung. Es wird immer nur noch schlechter. Die Spiele werden schlechter. Jetzt auch von Ubisoft immer mehr, die sich da ein bisschen zurückgehalten hatten eigentlich, geben da jetzt auch Vollgas in die Richtung. Ja, und wie man jetzt auch gerade hier in dem Spiel sieht, da gibt's nichts mit kauft ihr noch was nebenbei und extra. Okay, ich meine, Internet war damals vielleicht noch nicht so entwickelt, aber oder war gerade noch in den Kinderschuhen. Aber trotzdem, man sieht, dass das auch völlig ohne geht. Das ist so eine, ja, immer maximal alles rausquetschen, was geht. So, das ist, finde ich, ziemlich ätzend und unnötig auch. Das sollte man nicht unbedingt honorieren. Da bin ich beim letzten Mal gar nicht durchgekommen. Das haben wir uns so vielleicht ein bisschen Weg gespart jetzt auf diese Weise. Das ist gut. Diese ganzen Safe-Stände hier, diese X-Safe-Stände, die werden alle nicht funktionieren. Bin ich mir relativ sicher. Sieht aus wie ein Pornofilm. Titel von einem Pornofilm. XXX-Film. Ja, aber wir gehen langsam die Bezeichnung aus hier. Hier ist so viele Experimente. Ist auch jedes Mal ein bisschen anders, der Fehler und warum das Spiel jetzt crasht. Und
überhaupt das Spiel zum Laufen zu bringen auf dem PC war ja eh schon eine Odyssee, eine Sache für sich, ne? Deswegen auch hier seht ihr immer noch das DG Voodoo. Falls ihr irgendwie mal Probleme mit Retro-Spielen habt, könnt ihr die Seite googeln, aber ich übernehme keine Verantwortung dafür, ob das jetzt virenverseucht ist oder nicht. Mein Kaspersky hat nichts dergleichen gesagt, aber ja, es sieht halt so ein bisschen noch handgemacht aus, die Seite. Also ist jetzt nicht gerade super professionell alles. Aber es hat mir geholfen. Das war das Einzige, was meine alten Retro-Spiele wirklich gut zum Laufen gebracht hat. Aber auch nicht alle und auch nicht anstandslos, wie man hier auch in dem Spiel sieht. Ne? Oh, hier liegt nur Gold. Ah, aber immerhin. Das brauchen wir auch. Und ein Gegenstand. Oder was ist das? Oder ist das ein Feind? Ja, damit. Pause. Ja, aber warum? Pause. Oh nein. Um diese Pause jetzt hier loszuwerden, muss ich speichern. Ja. Scheuert. Sorry. Wenn ich hier auf die Pause-Taste drücke, hier, ihr hört das jetzt wahrscheinlich übers Mikro, ne? Ich hämmer jetzt auf die Pause-Taste. Passiert rein gar nichts. Escape. Ah, okay. Anscheinend. Oder vielleicht ist das auch gar nicht die Pause-Taste. Vielleicht ist das auch nur. Das sieht ja aus wie so ein. So eine zerrissene, halb zerrissene Schriftrolle oder sowas. Vielleicht ist das auch irgendein Menü, wo normalerweise irgendwelche, so nicht Chat, aber wie soll man sagen, Mitteilung vom Spiel zu lesen wären oder sowas. Und es funktioniert jetzt hier einfach noch nicht richtig. Bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Okay. Das heißt, ich muss jetzt trotzdem einen hier lassen. Hier oben müssen wir quasi dann hin, hier zentral. Ach, das ist ein sinnloses Gerenne. Obwohl. Na, lassen wir den mal hier und nur falls das nicht funktioniert, falls die Tür jetzt wieder nicht funktioniert, schicken wir den wieder ganz hoch. So. Tja, und es ist wichtig, dass die nicht sterben, weil sonst crasht das blöde Spiel. Ich hier den Spielstand jetzt, wie gesagt, ist immer was Neues. Auf einmal kann ich hier Spielstände nicht laden. Wo ich vorher bisher überhaupt kein Problem damit hatte. Ganz am Anfang hatte ich auch keine, so in den ersten paar Missionen hatte ich, ist das auch nicht wirklich gecrashed, einfach so, das Spiel. Das ist echt, verschlechtert sich konstant leider. Ich frag mich echt, ob ich das jemals komplett durchkriege hier. Und jetzt sind wir so bei, ja, ein Drittel oder so. Also ich habe das Spiel, ich spiele das ja auch blind. Das Spiel ja auch vorher noch nicht gespielt. Ich habe eigentlich über das Spiel auch gar nichts gewusst. Ich hatte nur, weil ich Team World 1 halt sehr gut fand, habe ich dann irgendwann mal bei Amazon geguckt und gesehen Team World 2 CDs und das einfach mal bestellt. Und dann kamen halt zwei lapidare CDs in der Hülle mit dem Cover und absolut nichts weiter. Ah ja, die Tür geht jetzt auf. Und das heißt, es ist so blind, wie man nur blind sein kann, spiele ich das hier. So, wir können schon mal ein bisschen weiter auskundschaften. Weil wir ja schon ungefähr wissen, was uns erwartet. Wie gesagt, die Fehlversuche werde ich verlinken. Aber nicht mit in die Playlist aufnehmen, werde ich nur hier unter diesem Video in der Beschreibung des Videos verlinken. Findest du das jetzt auch hier? Durchs Dunkel?
Manche Mörder sehen irgendwie immer cool aus. Also nicht unbedingt auf dem Symbol hier. Sieht der eher aus wie so ein römischer Bürger mit einer Toga und einem Lorbeerkranz oder sowas. Aber die Kluft, das ist so lustig. Und angeblich sind Ninja ja gar nicht schwarz gewesen, ne? Aber ich bin kein Historiker, bin kein Experte. Habe ich nur irgendwo aus irgendwelchen YouTube-Videos aufgeschnappt. Von wegen, die waren mal als Bühnenbildner oder so. Ich gebe das jetzt völlig falsch wieder, aber falls ihr googelt es einfach. Wikipedia ist einfach, falls euch das interessiert, aber irgendwie sowas in die Richtung. Die sollten halt möglichst unerkannt bleiben. Damals gab es irgendwie gar nicht die Farbe schwarz. Färben war ja so eine Sache, ne? Klamottenfärben war ja nicht ganz so einfach. Einige Farben waren teurer als andere, weil man irgendwelche 1 Million rote Schildläuse ausdrücken musste oder sowas, um seinen Hermelinmantel zu färben oder sonst was. Und so gab es in dem alten Japan kein Schwarz als Farbe, oder jedenfalls nicht so einfach. Soweit ich das verstanden habe. Ne? Und deswegen können Ninja gar nicht so gewesen sein, wie man sie sich heute vorstellt. Also höchstens blau, blaue Ninjas. Aber selbst dann ist weiß nicht. So, Trollleibwache, den könnten wir jetzt mal meucheln. Hat er gemeuchelt? Bisher noch nicht, ne? Okay. Vielleicht, okay. Uga-Leibwache, die wollen wir auch meucheln. Meridas Umhang. Aha. Meuchelattacke. Bewahren wir mal an. Aha. Bewahren wir uns eine noch auf. Noch eine Uga-Leibwache. Wenn er jetzt aber mit dazu kommt, na gut. Dann gebe ich mal die letzte Meuchelattacke auch noch auf. Ja, habe ich schon alle drei? Das ist natürlich blöd. Das muss halt so machen. Okay. Scheinbar war die noch aktiviert, aber nicht eingesetzt. Nee, du sollst auch mitmachen. Haben zwei Leute Meridas Umhang? Warum sterben die so schnell? Ich weiß gar nicht, warum ich hier immer speichere. Zwanghaft. Okay. So. Oh. Da ist ja noch einer. Ins Zentrum. Wow. Das waren alles Meuchelattacken irgendwie. Ist das irgendwie so eine aktive Phase, in der die einsetzen können oder was? Schauen wir uns mal hier oben jetzt. Ach so, das ist nur die eine Platte, verstehe. Ja. Okay. Vereinigen wir uns hier mal wieder. Unanständig, wie wir sind. Aber Ninjutsu selber ist, also der Kampfsport, der dazugehörige, ist schon ganz lustig. Habe ich mal so ein bisschen rein geschnuppert. So ein paar nette, fiese Tricks. Schmerzhaft, aber effektiv nach dem Motto. So, es geht ganz gut im Moment. Im Gegensatz zum letzten Mal arbeiten wir uns hier relativ zügig voran.
durch. Arbeiten wir zügig durch. Kommen wir zügig voran. Irgendwie sowas. 61, 70, 68. Ja, zumindest besser als beim letzten Mal. Und Meridas Umhang haben wir jetzt auch noch. Haben wir völlig übersehen beim letzten Mal. Weil wir kurz vor Schluss gestorben sind, glaube ich, ne? War schon ein bisschen schade. So, jetzt sind wir wieder im obersten Bereich. Jetzt mal auf der linken Seite. So, noch mal eine Tür zu öffnen, oder wie war das? Für unsere römischen Toga-Freunde. Die sehen so gar nicht, sie sehen so gar nicht aus wie ihre Modelle hier. Plus die Kapuze. Das ist ja alles super helle Farben. Das muss ja eigentlich dunkel sein. Vielleicht ist das ihre Freizeitkleider. Meuchelmörder-Freizeitkleider. Mögen es gerne luftig. Toga-mäßig. Obwohl so eine Robe ist ja auch sehr luftig. Ne? Dass das Dumme ist, glaube ich, was die ganzen Schreiber von den Stories nicht berücksichtigen. Und auch, ich weiß nicht, wie es in echt abgelaufen ist mit Ninjas, aber Kapuzen generell behindern ziemlich die Sinne. Erstens sind das so halbe Scheuklappen, je nachdem, wie weit die nach vorne ragen. Und zweitens behindern die auch das Gehör. Ne? Das heißt, du hörst dann eher so das Knistern und Knacken der Stofffalten direkt an deinem Ohr, als das, was du eigentlich hören solltest. Irgendwelche Gegner in deiner Nähe. Also insofern hat es definitiv auch Nachteile. Und wenn man einfach nur sein Gesicht verbergen will, dann sollte man eher was richtig eng anliegendes anziehen, was aber noch so oder zumindest das Ohrlöchlein frei lässt. Was. So. Also ich glaube nicht, dass sie noch irgendein Meuchler hat. Doch, der hat tatsächlich noch einer. Müssen wir jetzt aber auch nicht unbedingt einsetzen. Müssen nur alle mitmachen, das ist wichtig. Tja, jetzt kommen nochmal so 5 oder so. Und dann sind wir an derselben Stelle, wenn wir beim letzten Mal gestorben sind. 64. Ist noch keiner unter 50 von den Jungs. Ja, 68. So, ein bisschen schwer hier, die beiden. 64, 68. Naja, ich will nur einen. Geht doch mal auseinander. 64, 42. Ja, das ist schon nicht so toll. Müssen wir uns überlegen, wollen wir den Meuchler noch einsetzen? Irgendwie, ich weiß nicht, der Auftrag war doch eigentlich irgendwie nur, irgendeinen Zugang zu finden oder so. Stattdessen töten wir jetzt hier wirklich jeden Einzelnen in der Festung, den wir begegnen, und das scheint auch Teil der Aufgabe zu sein. Das Level ist ja auch so designt, dass man wirklich jeden töten muss, ne? Kann nicht einfach irgendwie sich an einem vorbeischleichen, wenn man es dann so nennen kann oder will. Ah, jetzt sind wir wieder an dieser Ecke. Okay, da geht's dann ins Zentrum. Aber ich schätze mal, um da irgendwie durchzukommen, müssen wir noch etwas aktivieren. Und das wird rechts sein. Aber gucken wir uns das direkt nochmal. Nee, wir können die Tür schon öffnen. Ja, vielleicht ist da aber irgendein Gegenstand oder so. Jetzt will ich schon wieder was verpassen. Oder Gold, was wir auch wirklich dringend benötigen. Die Mission ist nicht super schwer.
Also man kann das schon ganz gut lösen, aber es ist trotzdem zeitintensiv mit dem ganzen Gerenne hier. Ne? Waren wir hier nicht schon mal? Scheinbar nicht. Da kommt er schon herangerutscht. Ja, sind alle im Nahkampf hier? Gut. Wollte nur sicher gehen. Na gut. Die sind auch nicht bei unseren Truppen, wenn wir die irgendwie aufstellen und so. 64, 42, naja, ist alles noch im grünen Bereich. Na, habt ihr noch irgendwo ein bisschen Gold verschickt? Was zum... Ja, da solltet ihr euch auch mal spruten, wenn ihr am Kampf vorbeilauft. Oh, das ist jetzt die Tür, die nicht aufgeht? Oh je. Hier ist doch keine... Keine Bodendruckplatte oder sonst was. Das ist ja ätzend. Ich frage mich, ob das Spiel überhaupt eine Anleitung hatte. Also falls das einer sieht und das, der das Spiel mal selber oder immer noch besitzt. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Ich bin auch absolut offen für alle Tipps und Ratschläge und Verbesserungsvorschläge und alles Mögliche, weil ich echt sonst keinen Zugang auf irgendwelche Quellen habe, die mir da weiterhelfen könnten. Und das Tutorial war ja auch eine Sache für sich hier, ne? Das war ja schon schwerer für beinahe als eine normale Karte, ja. So, vielleicht setzen wir jetzt noch eine Meuchelattacke ein. Sinnloses Speichern, auch gut. Aha, da sind Wachposten. Ach, die schaffen wir schon. So, Moment, jetzt haben wir einen gezogen, gehen wir wieder hoch. Ja. Vielleicht schaffen wir es auch so. Aber der rutscht jetzt durch und dann zieht er den. War es natürlich nicht gedacht. Aber wenigstens einer von den 60er und nicht der 38er jetzt. Der wartet brav, das ist nett. Na, jetzt will er doch. Dann können wir alle angreifen. Whoop. So, jetzt sind wir hier in diesem Riesenraum. Da unten ist eine Druckplatte und jede Menge Zeugs. Neun, aber die sind alle noch gut handelbar. Ist nur blöd, wenn wir gegen drei gleichzeitig kämpfen. Schauen, wo die lang gehen. Schauen wir hier links. Gehen wir mal zur Druckplatte da unten. Vielleicht begegnen wir ja noch anderen Heinis. Schließt sich die Tür von selbst? Ich verstehe das Prinzip nicht so ganz. Ja. Ja, ist wohl auch so gedacht, dass man nicht alles versteht. Auf Anhieb. Das soll ja irgendwie geheimnisvoll sein oder sowas. Mysteriöses Dungeon. Wow, und das der ganze Riesenraum nur für diese eine Druckplatte da ganz unten. Vielleicht skippe ich die Leute hier, vielleicht vermeide ich die einfach. Und guck mir erstmal den anderen Raum an, falls die Tür sich dann jetzt auch öffnet. Wer weiß, vielleicht sind da auch noch ein Haufen Monster oder Orks. Ah, wenn man drauf tritt, dann fängt die an zu einer Disco-Beleuchtung zu machen. Also
zittern und vibrieren. Das heißt wohl, dass sie aktiviert ist. Okay, da sind jetzt 2, 3. Ja, das ist ein bisschen viel für meinen Geschmack. Ah, aber hier liegt Gold. Ich glaube, die haben uns gesehen. Gehen auf uns zu. Vielleicht sollte ich einen von denen meucheln. Ja. Halt. Halt. Trennt euch mal ein bisschen. So. Okay, machen wir die halt platt. Ist wahrscheinlich eh ein Missionsziel. Wow. Ja, die können dann alle meucheln oder was? Sind plötzlich. Manchmal sind die so im Pfad und machen die wirklich. Ja, hier schon wieder. Alles einfach weggemetzelt. Scheint irgendwie so ein paar Sekunden anzuhalten. Ist wie eine Superkraft oder sowas. Das war alles, was in dem Raum ist. Kein weiteres Gold. Habe ich bestimmt noch an irgendeiner anderen Stelle einfach wahllos rumliegendes Gold übersehen, ne? Mann, ist ja nicht gerade gemütlich und üppig ausgestattet hier, die Zentrale. Selbst wenn es nur das Untergeschoss ist oder der Kerker oder was. Einfach nur riesige leere Räume. Ja, so designt man ein Level. Auch die Umgebung kann eine Geschichte erzählen, nicht wahr? Aber Geschichten kosten halt Zeit. Und Zeit ist Geld. Das heißt, je mehr Details, desto besser das Spiel und desto teurer. Das ist eine meiner Kosten-Nutzen-Frage wahrscheinlich. Das Dumme ist halt, da auch wieder GameStar war eine Diskussion über mittelmäßige Spiele. Mittelmäßige Spiele machen halt auch Geld. Ist schon was dran. Also fährt man dann eventuell besser damit, einfach ein solides Spiel zu machen. Was nicht das Rad neu erfindet. Ja, und das Spiel hier. Meine, einige Sachen sind wie gesagt kreativ. Jetzt gerade diese Mission zum Beispiel, diese ist an sich genommen nicht gerade spektakulär, reißt mich nicht vom Hocker, aber es ist die Abwechslung, der Gedanke dahinter. Ja, das weiß ich schon zu würdigen. Aber das sieht ja komisch aus hier. Suspekt, um genau zu sein. Na, da kann ich noch nicht drauf gehen. Bleibt mal jetzt schön zusammen. Man weiß, was uns hier erwartet. Das heißt, der zentrale Raum war gar nicht das Ziel. Das muss also hier oben jetzt sein, das Ende vom Lied. Da sind immer noch Truppen über. Sieht mir aber nicht nach einem finalen Bossfight aus. Wo rutschst du denn da rum? 58, 58, 38. Ja, wenigstens wird der nicht angegriffen. Nehmen auch kaum Schaden im Moment. Zack, schon ist er tot. Ja, die will ich jetzt gerade nicht angreifen. Kannst dich später dazu gesellen. Ja, diesmal dreht er sich nicht um und greift den Schwächsten an. Das ist ja sonst ein bisschen ein unfairer Vorteil. Ich weiß nicht, ob das zufallsmäßig ist oder ob das irgendwie gesteuert wird. Ja, gehen wir nochmal komplett auf und ab. Einmal hier komplett runter, dann hier wieder runter. So eine gestapelte Schlangenlinie anscheinend.
hoffe, mit nicht allzu vielen Gegnern. Ah, nee. Ist nochmal ein Raum. Und nochmal ein Gegner. Ich hab jetzt gar nicht geguckt, wer angreift, aber macht man nicht mal mit. Kleiner Raum. Dann geht es da oben weiter. Okay. Ja, es sieht sich ganz schön. Und die haben auch nicht unbedingt mehr Lebensenergie. Wie? Ach so. Hier geht's durch. Still. Okay. Ah, das wird nochmal ernst hier. Für einen pullen können? Na, ich will die anderen nicht unbedingt im Licht haben. Komm zu Daddy. Hä? Warum hat er denn hier schon ein Angriffssymbol? Ist er noch Kilometer entfernt? Tja, ist wohl nicht mit Pullen. Müssen wir gegen alle gleichzeitig kämpfen. Der wird jetzt ganz schön tanken müssen. Hält sich aber ganz gut. Na, Kampf 11 ist nicht ganz so schlimm. War jetzt aber schleunigst hier aushelfen. Okay, einer ist auch gleich tot. 52, 36, 51. Was ist das jetzt gewesen? Letzter Kampf. Yes! So, ich hoffe, ich kann jetzt speichern, ohne das Spiel jetzt... Ich glaube, das stürzt jetzt immer mehr an wahllosen Punkten ab. An jedem Bildschirm, der sich verändert, kann es eigentlich abstürzen. Okay, wir haben ein bisschen Verletzte, aber es ist alles gut. Alles wunderbar. In Gaeta empfing man unser Heer auf das Herzlichste. Nun waren auch die Zwerge sicher, dass ihnen von uns keinerlei Unbill drohte. Und zu Ehren unserer Ankunft gab man ein rauschendes Fest. Noch in derselben Nacht verfassten die Schriftgelehrten des Königs eine Urkunde, in der die Zwerge das Bündnis mit uns Menschen erneuerten. Die Einheit zwischen unseren Rassen war wiederhergestellt. Und noch bevor der Morgen graute, war einer meiner schnellsten Drachenreiter nach Emessa unterwegs, um dem Kaiser die Urkunde zu überbringen. Zum ersten Mal, seit ich mich dieser schwierigen Mission angenommen hatte, spürte ich das Gefühl der Genugtuung in mir. Schön, schön. Mein tapferer Jaso. Oh. Ich weiß, dass der Befehl, den ich euch nun geben muss, euch nicht mit Freude erfüllen wird. Aber ihr seid Soldat des Imperiums und damit eures Kaisers Schwert im Lande des Feindes. Fürwahr, ihr habt Großes geleistet und dafür gebührt euch mein Dank. Doch während ihr auf den Schlachtfeldern unsere Feinde besiegtet, haben sich die Dinge entscheidend verändert. Denn nun ist uns klar, wer die wirklichen Verräter sind und welch finstere Intrige hier gesponnen wurde. Hey. Das muss beim neuen Synchronsprecher an Worten zunächst zweifeln, nicht aber die wirkliche Gefahr für das Reich ist Gaeta selbst. Unseren Spionen gelang es, in den Besitz von Informationen zu kommen, die ohne Zweifel zeigen,
dass unsere angeblichen Verbündeten schon lange planen, das Imperium in einen blutigen Krieg zu verwickeln, an dessen Ende die Vernichtung unserer Rasse stehen soll. Der Friedensschluss, den ihr erwirkt habt, Jason, ist damit für uns wertlos geworden. Immer noch nichts gelernt. Zerreißt das Dokument, denn die zwergischen Siegel wurden gegossen mit dem Wachs des Verrates. Ihr müsst nun schnell und entschlossen handeln. Denn noch ahnen die verfluchten Herrscher von Gaeta nicht, dass wir längst ihre Pläne kennen. Eure Aufgabe soll es nun sein, die Zwerge zu unterwerfen. Um dieses heilige Ziel zu erreichen, heilige ich jedes eurer Mittel. Geht mit Entschlossenheit und Härte vor. Führt eure Kampfgefährten in diese gerechte Schlacht. Lasst ab von den orkischen Horden, denn sie werden euch fortan nicht weiter behelligen. Erst wenn das Banner des Imperiums über den Zinnen Gaetas weht, soll euer Weg sein Ende finden. Streitet ihn mit Würde und Tapferkeit. Warum klingt er jetzt plötzlich wie ein böser Diktator? Ja, das ist immer das Problem mit Königen, ne? Ja, ist, in ganzen Rollenspielen ist er immer das Setting, die Monarchie, meistens der wohlwollende König oder sowas. Zumindest ist das halt das System. Das Problem ist halt, dass man den nicht abwählen kann, wenn er doof ist. Also, ich kann die Leute nicht verstehen, die über diese kleine, aber feine Tatsache mal so eben hinwegsehen können. Naja. Also, offensichtlich. Allein dass die Tatsache, dass das Ork-Heer uns jetzt nicht mehr behelligt, ist ja ein ganz klares schlechtes Zeichen. Falls wir die Wahl haben, irgendwas nicht zu tun für den Kaiser, König, wie auch immer, Kaiser, werden wir das natürlich machen. Also wir werden jetzt voll und ganz gegen den Kaiser sein. Das steht mal fest. Was ist denn eigentlich Meridias Umhang? Mal sehen, ob ich das halbwegs schnell finde. Ja. Kann nur von Magiern getragen werden. Mit seiner Hilfe kann sich der Träger für 1,60 Sekunden unsichtbar machen. Das ist doch nett. Nur einmal verwendet werden. Auf wie lange her? Achso, 60 Sekunden. Blöde Frage. Tja, da mischt sich der Kaiser doch einfach mal ein. Mit patziger Stimme. Schön, schön. Mehr Truppen haben wir auch nicht, dann speichern wir mal. Moment. Meine ganzen Safe-Stände sind weg. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt hier gerade passiert ist. Dass hier kein Safe-Stand ist, zeigt mir, dass hier jetzt das tatsächliche Safe-Dingens gefunden hat. Ich habe ja davon erzählt, dass der in irgendeinem abstrusen Verzeichnis die Spiele gespeichert hat. Dokumente, Updata, Virtual Store, irgendwas. Also scheinbar speichert er jetzt einfach unter dem normalen Programm des Safe Games, weil da war der auch schon, der Ordner Safe Games. Also, machen wir mal, damit ich es auch wiederfinde, Demon World. 001. Okay, aber das alles in allem ist das natürlich nicht gut, wenn das Spiel selbstständig irgendwelche Ordner auswählt oder nicht mehr auswählt oder sonst was. So blöd das war, den einen Ordner zu finden. Das ist natürlich total chaotisch, jetzt einfach mal so das zu ändern. Weiß Gott, was das ausgelöst hat und so. Naja. Ja, hören wir uns nochmal das andere Intro an, weil es ja wahrscheinlich wieder crashen wird jetzt hier. Ne? Ich hoffe, der Speicherstand funktioniert jetzt aber dann. Mal schauen. Ich soll noch irgendwas machen, bevor ich das jetzt... Ne, ich glaube, ist okay. Ah, ihr habt nun die Wahl. Folgt dem Befehl des Kaisers oder begebt euch auf einen Weg, der euch ins Unbekannte führt. Dem Kaiser treuer geht. Unbekannt.
unbekanntes Terrain. Und dann sprechen wir nochmal wegen dieser Entscheidung. Hä? Ach so, vergesst, was ich gesagt habe. Hat's einfach nur... ja, das hat er vorher aber nicht gemacht. Aber hier zeigt er mir den richtigen Pfad an, nicht den Pfad, wo er dann wirklich speichert. Komisch. Moment, wo hatte ich jetzt... Was war nochmal der Name? Demon World, ne? Da, ja, alles klar. Was für eine feierliche Musik das ist. Gefällt mir irgendwie. Gut, dann schauen wir mal, ob was es jetzt Schönes gibt und ob das Spiel funktioniert. Ihr habt Nachschub in Form von Gold und Truppenhalten. Yes! Prima. Dann machen wir das jetzt noch. 712, das ist sogar richtig. Vielleicht kann ich sogar noch irgendeinen Orden verleihen. Ja, ich habe fast das Gefühl, dass die Reiter hier wichtiger sind in diesen Spielen, in Demon World 2, als die Fernkämpfer. Genau umgekehrt wie im im ersten Teil. So, die können wir jetzt aufwerten. Ah, dann können wir jetzt aussuchen, wie schön. Initiative oder Nahkampf? Ne, definitiv Nahkampf. So. Kampfstierherde vielleicht noch. Die müssen wir aber nicht auffüllen. Helden befehlt so. So, das einfach nur einkaufen, verstehe. Ah. Ja, ich weiß nicht, ob Initiative so wichtig ist, aber ich denke, Nahkampf ist auf jeden Fall. Das hat man jetzt auch bei den Meuchelmördern gesehen. Was für ein Riesenunterschied das gemacht hat, ne? Wenn selbst jetzt teilweise nur 3 Punkte waren. So, wir haben jetzt leider keine Falkaune mehr, oder wie? Oder nur noch eine. Oh, wir haben jetzt 2 Waldläufer. Jäger Hodriabras. Schön. Priester. Ja, wer von den Helden lebt eigentlich? Ich hoffe mal, in meinen Ordens. Typ ist nicht gestorben. Ordensritter? Flammenordenstyp. Das sind ja auch Berittene, die sollten man auch auffrischen. Stufe 1 allerdings nur, die haben nicht viel Erfahrung. Wo waren die denn die ganze Zeit? Du bist neu, oder? Relativ neu zumindest. Die Eisenmänner! Was haben die denn alle für komische Titel auf einmal? Kriegen die Titel, wenn die aufsteigen, oder was? Die Kenire, Landwehr und die heißen die Eisenbärte. Die Eisenbärte. Barade, genau. Ja, 2 Mann hier. Stufe 3 mittlerweile schon. Der Mob, der ist auch neu. Ja, das kenne ich noch aus Demon World 1. Die werden dann auch angekettet, damit sie auf jeden Fall uns bis zum Überleben, um ihr Überleben kämpfen, bis zum Tod. Nahkampf 7. Fackel und Heugabel, Mistgabel. So wie es sich gehört. Ja. Lass mal die. Adliges Fußvolk. Nahkampf aufwerten. Ja, das heißt doch zumindest, dass die hier so leuchten, dann bei denen scheint es ja zu gehen. Aber nur wenn sie vollständig sind vielleicht. Was ist das? Nee. Nee. Das heißt, dieses Leuchten kann beides bedeuten. Entweder, dass man die aufwertet oder dass man die auffrischen muss. Also Orden verleihen. Beliebig anscheinend, weil das ist nur eine Stufe 1 Einheit. Die Jungs hier vielleicht noch. Na,
Nahkampf auf. Wow, die sind richtig stark hier. Landwehr-Pikiniere. Stufe 4. Dann gebe ich denen jetzt auch mal einen Orden. Die haben sich ja redlich verdient. Was immer der macht. Können die noch einen Gegenstand bekommen? Nee, Orktöter ist nur für Zwergenhelden. Die haben wir immer noch nicht. Aber kriegen wir ja vielleicht bald, wenn wir jetzt noch weiter mit denen zusammenarbeiten. Müssen wir eigentlich mehr Zwergentruppen bekommen. Wow, das hat unser Geld aber auch richtig weggefressen. Aber dafür haben wir jetzt auch komplett vollständige Einheiten wieder. Scheiße, ich glaube, der Flammenmagier ist auch tot. Ne, die ist nicht vollständig. Ach, ganze Geld ist futsch. Traurig. Die sind immer noch Stufe 1. Das war eine meiner Lieblingseinheiten zusammen mit den Langbogenschützen in Team World 1. Oh, ihr seid auch verletzt. Na dann, wir haben es ja. Kaufen halt keine neue Einheit. Gold für einen Fußvölkler. Und da ist es weg, das Gold. Aber die Erfahrungspunkte bleiben uns. Moment. Das ist Stufe 2 hier. So, ist jetzt wirklich alles voll? Nein. Ah, das ist wichtig. Ich kann den aber nicht auffrischen. Doch. Ah, ist gut. Moment, das ist ein Ordensmagier. Das ist er. Hat der nicht eine weiße? Naja, vielleicht verwechsel ich das auch mit ihm mal was. Ah, nee, der. Das heißt, wir haben jetzt zwei. Ah, sehr schön. Ah, okay, dann ist es nicht ganz so schlimm mit der Falkaune. Ne? Der hat nur 10. Geh mit dem mal den Stärketrank. Der hat immerhin 11 auch. Ist aber kein Zwerg. Ne? Das kann man immer schlecht sagen anhand der Bilder. Tja, das funktioniert leider nicht. Muss ich mir auch merken, dass der Schweigsamer auch das Magiereflexionsschild hat. Und nochmal, weil es so schön ist. 7x3. So, und jetzt gucken wir tatsächlich, ob das Spiel crasht oder nicht. Aber das ist gut, dass wir ein bisschen unsere Truppen wieder auffüllen konnten. Das war bitter nötig. Ich komme immer gerade so über die Runden. Auf mittlerer Schwierigkeitsstufe, was hier Veteran heißt. Okay, schauen wir mal. Als Soldat habe ich gelernt, jedem Befehl zu gehorchen und ihn niemals in Frage zu stellen. Aber ich bin auch ein Ordensmann. Und als solcher hat man mich gelehrt, dass Wahrheit und Anstand die Tugenden sind, die den Pfad eines jeden Lebens erst gangbar machen. Deshalb ist es mir unmöglich, das zu tun, was mein Kaiser befahl. Denn dies würde bedeuten, dass ich mich mit den Schurken, die zu vernichten wir antraten, auf eine Stufe stelle. Ich weiß noch nicht, was den Sinneswandel unseres obersten Lehnsherrn hervorgerufen hat. Bin jedoch entschlossen, dies zu ergründen. In Emesa befinden sich einige meiner engsten Vertrauten, und nur ihnen kann ich in diesen Zeiten Glauben schenken. Sie müssen nun mein Auge sein und mir die Informationen geben, die ich brauche, um alle weiteren Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe schon bald zu wissen, wer in diesem Spiel Freund oder Feind ist. Zunächst werden wir uns zum Schein den neuen Befehlen beugen. Die Vereinigung mit dem Nordheer bei Kuroda ist bereits erfolgt. Und zu meiner Freude gewannen wir mit meinem alten Kampfgefährten Gordan Orkschlechter, der das hier befehligt, einen weiteren großen Helden mit aufrechter Gesinnung hinzu. Mit ihm konnte ich meine Sorgen und Befürchtungen teilen.
Und gemeinsam wollen wir unsere Truppen tief in den Rücken der Zwerge führen und damit gleichzeitig in eine Position, die uns wieder nah an den eigentlichen Feind heranbringt, um hier der Dinge zu harren, die man uns aus Emesa vermelden würde. Was zunächst einfach klang, sollte sich jedoch schon bald als eine wahrlich albtraumhafte Reise erweisen. Denn für ein Gelingen des Planes war es notwendig, die verfluchten Lande zu durchqueren. Jenes Gebiet, von dem es in den alten Sagen und Legenden heißt, dass dort einst zwei mächtige Gottheiten einen titanischen Kampf fochten, in dessen Verlauf alles Leben ausgelöscht wurde und nur totes, unfruchtbares Land zurückblieb. Klassiker. Die verfluchten Lande gelten seit jenen Zeiten als Todeszone und Hort finsterer Kreaturen, die sich dort fernab jeglicher Zivilisation ausgebreitet haben. Die Angst unserer zwergischen Begleiter vor diesen Breiten war so groß, dass sie uns ihre Gefolgschaft verweigerten. Und schon bald sollte auch uns klar werden, wie viel Wahrheit die alten Legenden enthalten. Immerhin haben wir einen Zwergenheld jetzt. Durch unbekanntes Terrain. Interessante Karte. Da sind die Roten, da sind die Blauen. Führen Sie Ihre Armee zum östlichen Ausgang. Wegen des schlechten Wetters ist die Benutzung von Feuerwaffen nicht möglich. Sehen Sie sich vor, denn in diesen Breiten geschehen unheimliche Dinge. Das Gelände mag für ein Gefecht nicht ideal sein, doch ein Gegner kommt auf diesem Untergrund nur sehr langsam voran. Das heißt, dass wir hoffnungslos unterlegen sind? Das ist eine XL-Karte. Ist das schon ein Gegner hier, der grüne Punkt? Und Crash. Naja, bis zum nächsten Mal. Bye bye.